allen ein herzliches Willkommen. Ja, wir spielen heute Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge fertig. Wir sind ja, ich weiß gerade gar nicht wann. Ich glaube Mittwoch oder Dienstag. Verdammt, ich habe echt Probleme mit meinem Gedächtnis so langsam. Auf jeden Fall, ja, haben wir die Woche schon damit angefangen. Und ich würde weiter Donatello spielen, weil mit dem haben wir natürlich am meisten gespielt. Deswegen sind wir auch Stufe 5 bei ihm. Und ja, wir sind wahrscheinlich schon sehr weit, weil wir haben, glaube ich, schon, wir sind, glaube ich, bei Level 11 oder so. Genau. Hier sind wir stehen geblieben bei Level 11. Und ich glaube, das geht gar nicht mehr so lange. Und ja, ich werde nicht so lange um den heißen Brei reden. Ich werde nur kurz bei mir die Audio-Einstellungen bei den Boxen besser einstellen, damit ich auch was höre. Und wir spielen gleich weiter. Und ja, bin gespannt, wie viele Level wir noch haben und wie ich mich heute schlagen werde. Okay. Gut, die haben wir. Ich werde natürlich auch wieder gucken, dass ich nichts übersehe von den Secrets. Denn die Sammelobjekte möchte ich natürlich aufsammeln. Wo konnte ich nochmal? Genau, hier. Hier kann man nämlich auch gucken, was für Aufgaben wir haben. Besiege 3 Gegner mit Fallen. Okay. Besiege 10 Triceratons mit Bodenangriffen. Führe 10 Sprungangriffe aus. Ja, Sprungangriffe sind ja doch diese. Habe ich ja schon einige gemacht. Oder gibt es noch andere Sprungangriffe? Ah, die muss ich besiegen. Okay, gut. Erst den, weil der... Ah, okay, die haben alle diese Waffe. Ah, verdammt, ich dachte, ich könnte noch hitten, bevor er schießt, aber nee. Das kann ich nicht kaputt haben. Aber vielleicht kommt da gleich jemand raus. Das kann auch passieren. Ja. Au. Ah, verdammt. Ich muss, glaube ich, öfters rollen. Ah, ich bin gerade in in der Kombi drinnen. Ich komme hier schwer raus. Ah, die sind so nervig, weil die andauernd zu einem dashen. Okay, die haben echt sehr gut rangehauen. Genau, springen. Okay, da kommen noch eine Wave. Habe ich nicht gewusst. Ah, der hat so ein Schild, okay. Hey, eigentlich bin ich weggesprungen, aber okay. Ah, der hat auch so ein Schild. Hey, die sind echt nervig. Ah, die sind auch grün. Okay, das sehe ich jetzt erst, dass die sogar eine andere Farbe haben. Ich kann nicht mal über die drüber springen, ohne dass die direkt einen boxen. Also, das sind echt anstrengende Gegner. Töten mich gleich sicher nochmal. Na gut, wir haben eine Pizza gefunden, das heilt uns. Ach, Gott sei Dank, endlich wieder Shredders Leute. Ey. Jetzt komm. Ey. Ich kann halt auch gefühlt nie was machen. Ich springe, trotzdem hitten die. Ich rolle und trotzdem hätten die.
weil die halt auch immer unterschiedlich schießen. Würden die alle gleichzeitig schießen, könnte man das besser abpassen. Aber wenn der eine schießt, dodgst du und dann schießt direkt der andere und du kannst dann halt dann nicht direkt nochmal dodgen. Geh da hoch. Ah, ich bräuchte noch eine Pizza, aber ich glaube nicht, dass wir direkt noch eine finden werden. Gut, die sind wenigstens einfacher. So, bevor die nerven. Ah, natürlich. Ich bin eigentlich nach vorne gerollt, aber okay. Ey, keine Chance. Die sind so anstrengend. Das ist mein absolutes Hasslevel. Aber zum Glück haben wir ziemlich viel Leben angesammelt. Ich darf auch nicht in die gegengesetzte Richtung. Ich muss in die Richtung rollen, in der die Kugel kommt. Okay, beide erwischt. Puh, anstrengend. Der ist gespeichert, okay. Einen neuen NPC. Natürlich kommt jetzt hier, dass auch nicht gewarnt wird, wenn der auftaucht. Der rennt einfach direkt einen nieder. Einfach Ulti einsetzen. Ja, komm. Einfach Perma-Ulten. Okay. Heilung, perfekt. Boss? Okay, schon der Boss. Captain Zorax. Yo. Okay, Sprungangriffe funktionieren bei ihm nicht. Natürlich. Ah, der hat auch ein Schild noch. Er ist halt auch scheiße, wenn man direkt an der Wand ist, weil du kannst halt dann nicht mehr dodgen, wenn die kommen. Ja, okay, also wir werden das auf jeden Fall nicht first try schaffen. Ich werde auf jeden Fall nochmal sterben, das kann ich euch jetzt schon sagen. Es sei denn, wir kriegen den gut in die Combo. Aber er hat uns immer in der Combo. Vor allem wegen seinem blöden Schild. Ey, ich komme nicht mal zum Angreifen, weil erst boxt mich der weg. Und dann boxt er direkt. Komm, stirb endlich. Also anstrengend. Ich hoffe, wir haben alles gelootet. Jedes Secret, weil das will ich nicht nochmal machen. Geh mal zurück. 4 von 4, gut, okay. 2 von 3 Hürden sogar, obwohl das nervigste Level war. Haben wir trotzdem
viele Aufgaben erledigt. Ein Sammelobjekt gibt es hier. Gut. Es wird nicht fliegen, Episode 12, Geheimlabor. Ah, die. Die mag ich am meisten. Weil die kann, deren Waffenschüsse kann man wenigstens zurückfeuern. Ich weiß gar nicht, ob man bei den anderen, wenn man rechtzeitig klickt, die Schüsse auch zurückfeuern kann, aber ich glaube nicht. Ich kümmere mich erstmal um den großen Roboter. Hund, weil der ist auch extrem nervig. Okay, erledigt, perfekt. Schauen, dass ich nichts übersehe. Ah. Okay, so, jetzt habe ich ihn. Ah, der wollte auch so einen Sprungangriff machen wie ich. Okay, das sieht aus, als kriegt man da Elektrostoß, deswegen gehe ich da mal nicht hin. Ah, ich habe das Ding zerstört. Upsi. Okay, die sind tot, jetzt nur noch er. Gut, perfekt. Gibt es da sonst noch was? Nee. Ah, geil, wir haben alle drei gekillt. Okay, da kommen ein paar Hunde. Robodox. Schade, ich dachte, der hätte in der Luft erwischt. Den hätten wir in der Luft erwischt damit. Kann ich nicht zerstören. Ah, okay. Hier sieht aus, als würde irgendwas auftauchen. Ah, ich mach mal das. Okay, fehlt nur noch der. Ich krieg den nicht. So, jetzt da. Okay, da will ich nicht reinfallen. Zumindest nicht, wenn es sich bewegt. Weil da kriegt man sicher Schaden. Au. Ah, verdammt, ich bin schon tot. Wahrscheinlich kommt hier jetzt gleich eine Pizza. Oh, das sind neue Gegner, die kenne ich gar nicht. Ah, verdammt, er hat mich in der Luft erwischt. Kann ich rein? Nee. Okay. Ah, da kommt wahrscheinlich. Oh. Eingefroren, okay. Ah. Machen die eigentlich Schaden, wenn die einen einfrieren? Ich weiß es gar nicht. Aha, ein Käfer. Haben wir eigentlich alle Käfer schon? Ich glaube schon. So. Weiß zwar nicht, warum ich die jetzt unbedingt zerstören wollte, aber jetzt habe ich die auch zerstört. Da kommen gleich wieder Dinge raus, das sehe ich schon. Ah, die haben so ein Schild, glaube ich. Genau, so goldene. Ah, genau, die goldenen werfen ja nur Sachen. Bomben oder so.
Ah, ich krieg die nicht. Stirb doch. Versteh nicht deren Hitbox. So. So, jetzt. Immer diese Ebenen. Ich hasse das, dass er blocken kann und dabei angreifen kann und wir nicht. Aber wir können sogar sprinten. Ja, komm. Es ist echt so schwer, hier dazwischen zu kämpfen, vor allem wenn die andauernd auf einen springen. Ah, wir haben es geschafft. Okay, haben wir auch. Schuss habe ich nicht gesehen von dem. Aber alle drei erledigt. Und jetzt müsste der Boss kommen. Ja. Mal gucken, wie der sein wird. Wir haben zwei Ultis und noch viel Leben. Aber er ist ein Fluggegner. Ich hasse fliegende Gegner. Okay, gut. Kümmere ich mich um die Hunde. Kriege ich wenigstens ein bisschen Ulti. Anders kriege ich den irgendwie nicht. Oh. Ohne Ulti. Weil er so weit oben ist. Lass mich los. Ah, dieser Scheißhund. Okay, da haben wir zum Glück eine Pizza. Die muss ich nehmen. Jetzt hat mich der Hund schon. Ey, ich bin dauerst unlocked. Ah, zu früh. Das war viel zu früh, scheiße. Nein, nicht erwischt, weil der ausgewichen ist. Wie sich der Hund da einfach versteckt hat, die Dinger. Aber wir haben ihn. Oh. Episode 12 abgeschlossen, yeah! Okay. Ah, da wird er jetzt zusammengebaut.
In einem letzten Stream haben wir nämlich die Teile verfolgt und jetzt ist er zusammengebaut. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Punkfrosch Unterschlupf. Ja, genau. Wir haben nämlich die Aufgabe erledigt. Also ein Portal haben wir jetzt. Jetzt ist die Frage, was sind die Punkfrösche gewesen? Hier. Haben wir alle 8 Stück, genau. Und wir haben hier jemanden Neues freigeschalten. Frage ist, wo ist die Person? Oder vielleicht war es nur einfach ein NPC, den wir gerettet haben. Vielleicht hat er keine Quest. Er ist, glaube ich, der mit der VHS, ne? Ja. Da fehlt uns ein Stück noch. Hier haben wir alles, hier haben wir alles, genau. Dann gehen wir mal hier rein. Level 13 da oben. 3 Sammelobjekte. Na dann, gucken wir mal. Oh, der läuft weg. Oh, Bombe. Au, oh, okay, die können auch schlagen. Ich dachte, die werfen nur Bomben. Okay. Aber ich hasse Gegner, die chargen. Vor allem, weil die nur chargen. Und du kannst den die halt nicht mal abbrechen davon. Die chargen dich immer zu Tode. Und wenn du den einen dodgst, hittet dich der andere noch. Ach, nervige Gegner. Schon wieder Hälfte des Lebens nur noch. Wegen die scheiß Charge-Gegner. Okay, für den benutze ich jetzt das da, weil wir fast tot sind. Ja. Und direkt auf uns chargen, ne? Ja, das hat er gerne. Ich muss auf den mich fokussieren. Okay, den haben wir noch. Perfekt. Ah, da ist die letzte VHS-Kassette, die uns fehlt. Oh nee. Ich weiß gar nicht, was die machen. Aber die chargen auch. Okay, gut. Ah, die werfen sogar noch Bomben. Es scheint aber so, als würden sie eher Bomben werfen, als zu chargen. Wenigstens. Dann sind die ja einfacher. Sehe ich mich auf ihn. Ja. Die chargen nur. Könnt ihr auch was anderes machen? Ich bin hier nur gerade am Ausweichen. So, endlich. So, den haben wir auch. Da kommen noch welche. Wieder Leute, die chargen, geil.
Die machen auch voll viel Damage. Warum haben die so eine große Reichweite? Kala gespeichert, okay. Kann ich das auch öffnen? Ah, das ist Pizza drin. Ja, schön. Das hätte ich mal früher gebraucht. Das sind nervige Gegner. Ich will nicht mal die schwarzen Ninja hier angreifen. Ich will erstmal das hier angreifen. Weil die springen eh immer weg, wenn man die hittet. Erstmal alles, was schießt, weghauen. Weil die Sachen, die schießen, sind nerviger. Okay. Und da laufen wir davon. Da ist auf jeden Fall eine Pizza. Aber hier kommen jetzt... Ja, lieber die so. Kann ich auch was machen, oder? Nee, okay. Ich darf hier nur ausweichen. Gut. Ja, das ist unfair. Geh doch out of map. Da kann ich dich auf jeden Fall hitten. Natürlich direkt am Chargen. Wieso denn auch nicht? Ich finde das halt so unfair, wenn die auf dem Boden liegen, kann ich die nicht direkt nochmal angreifen. Aber wenn wir auf dem Boden liegen und aufstehen, werden wir instant wieder niedergestreckt. Das ist ein bisschen unfair. Ich kann mich erinnern, dass das auf der... NES, glaube ich, dass man da einen kurzen Spawnschutz hatte, wenn man am Boden lag. Und nicht direkt wieder hier so weggekickt wird. Weil ich kann halt nicht mal was klicken, bevor ich wieder auf dem Boden liege. General Drag. Ja. Also ich bezweifle, dass wir ihn überhaupt Schaden machen, bevor wir sterben werden. Perfekt. Dreimal gerollt, dreimal instant eine in die Fresse gekriegt. Ich versuche mich einfach auf den General zu fokussieren. Ich war eigentlich hinter ihm schon, aber okay. Die Hitbox ist manchmal auch so ärgerlich. Ach komm, ihr chargt die andauernd. Dann chargt. Ach komm. Jawohl. General besiegt. Knapp, aber wir haben ihn besiegt. Geht weiter, okay. So nervig, dass die Gegner hier einfach durchlaufen können. Okay, anscheinend können sie nicht durchlaufen. Dann haben die einfach immer Glück, dass die halt nicht so scheiße stehen wie ich. Ja, komm. Oh, vielleicht zwei Stück von denen.
Okay, die habe ich auch erledigt. Irgendeine Pizza wäre nice. Oh, schon wieder. Na gut. Und die haben wir gut gekillt. Okay, eine Pizza, Gott sei Dank. Ja, war eh so klar, dass die gleich wieder chargen. Gut, weiter geht's. Power up. Chrome Doom. Ey, hat er mich einfach gerade weggepuncht? Ah, ich hasse das. Ah, oh, schon wieder verpisst er sich. Ah, da haben wir uns selbst erwischt. Ah, der hat ein Schutzschild. Okay, verstehe. Au, der hat uns erwischt. Ja, Game Over sind wir gegangen. Ich dachte, wir hätten noch ein Leben. Oh. Ja, es ist echt eine schwere Map. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schaffen will. Vier Leben haben wir. Und das sind die nervigsten Gegner. Warum müssen solche Gegner bei so einer Map kommen, wo wir gegen zwei Bosse kämpfen müssen? Kann nur rollen und das Problem ist, der rollt manchmal gar nicht in die Richtung, in der man rollen will. Aber weil das so ein bisschen hinterherhängt, die Steuerung. Komm, Charge. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung, aber okay. Ja, über die springen kann man eh nicht. Ich kümmere mich mal um die mit den Bomben. Charge, charge. Und da kann ich nicht mehr ausweichen. Was soll man da halt tun? Wenn ich den einen ausweiche, kann ich den anderen nicht mehr ausweichen. Und das ist halt das große Problem. Es sei denn, die chargen direkt ineinander, dann geht es ja, aber so geht es halt gar nicht. Ist da oben eine Pizza? Nee. Und wir sind tot. Ein Leben schon verloren.
Und wir sind nicht mal... Wie viele Ebenen sind wir weitergekommen? Zwei? Ah, nee. Kann ich einfach neu starten, ohne direkt zurückzugehen? Zurück zur Karte kann ich, aber muss ich wieder reingehen, das ist auch nervig. Gehen wir mal die VHS-Kassetten ab. Ja, abgeben 100 Punkte. So, haben wir alles abgeschlossen. Jetzt ist halt die Frage, wie mache ich das? Ich werde das so nie im Leben schaffen. RB, ich weiß nicht mal, was RB ist. Ah, okay. R1. Ah. Oh lol, wir können unser Dings aufladen. Okay. Charge da? Ja, natürlich charge da. So. Haben wir jetzt gecheatet. Ah, die sind auch unfair. Also ist es nur fair, wenn ich auch unfair spiele. Okay, das war ein bisschen scheiße. Charge da? Nee. Das sind wenigstens keine Arschlöcher und chargen jede Sekunde. Ah lol, kann auch so einen Luftangriff machen. Okay. Ein Level holen wir uns. Ja genau, da war eine Pizza. Hier war ein Gegner. Ah, das habe ich gar nicht gesehen, das kleine Ding. Pizza will ich haben, danke. Nein? Hä? Achso.
Autsch, unfair. Ey, wie der eine Typ einfach nicht sterben will. Jetzt da. Okay, wir sind tot, aber der Gegner ist auch fast tot. Wir haben noch 3 Leben. I guess das ist gut. Erstmal auf ihn hier angreifen. Ah, der hat uns einfach erwischt noch. Okay, wir haben ihn. Ey, wie uns dieser scheiß Käfer einfach weggeworfen hat. Kein Bock auf den zu kämpfen. So, bisschen Level. Einfach jetzt die besiegen, indem wir schummeln. Let's go. Wenn wir trotzdem verlieren, ist es halt traurig, aber ja. Ich kann mir vorstellen, dass ich sogar hier dann irgendwann verlieren werde. Au, der hat uns natürlich erwischt. Weil die scheiß Hitbox kacke ist. So, den mal runter hier. Ja. Ah, ich will die Pizza haben, ich habe Angst, dass wir sonst die nicht mehr kriegen. Es ist halt auch so scheiße, dass wir die immer wegkicken. Power. Ja gut, dann machen wir hier ein bisschen Pau, Pau, Pau. Perfekt. Und hier kommt der Boss. Jetzt weiß ich wenigstens, dass er irgendwie anfangs keinen Schaden kriegt. Chrome Doom. Ja, genau. Er kriegt nämlich irgendwie anfangs keinen Schaden. Was ich sehr interessant finde. Au. Aua. Dass man auch nicht sieht, wo er hinschießt, ne? Beziehungsweise hinschlägt. Man sieht halt nur dann die Hand kommen. Und wenn du Pech hast, ist er direkt bei dir dann. Okay.
Okay, eigentlich wollte ich die Ulti nicht für Dios nutzen, aber gut. Au. Da haben wir eine in die Fresse gekriegt. Oh. Kleiner. Okay. Dodged. Dodgen. Dodgen. Ne, was? Dodgen? Jetzt, genau. Oh, das hat uns erwischt. Aber haben wir? Ne. Ah, shit. Wir brauchen noch eine Wave. Und wir sind tot. Aber ist okay. Einfach 10 Minuten, 11 Minuten eigentlich. Anstrengend war die Map. Aber zum Glück kann man hier, wenn man Zeit hat, schön sich eine Ulti klauen. Ich werde das natürlich nicht jetzt jedes Mal ausnutzen, aber bei diesen Gegnern, oh, die waren so extrem nervig, da musste ich das nutzen. Ah, so eine, okay, so eine Map. Kann das auch hier? Ja, tatsächlich, geht auch hier. Irgendwie dachte ich, ich müsste über den Abgrund springen. Deswegen bin ich gesprungen. Er muss hier einfach nur dodgen, okay. Au. Kann ich die auch kaputt schlagen? Wahrscheinlich nicht. Kommen noch Gegner? War's das? Game over? Nee. Ah, okay. Nur der Anfang war so. Ah, verstehe. Au. Kann ich das kaputt machen? Ja, tatsächlich kann ich das auch kaputt machen. Ah, das ist eine Pizza. Ja, nehme ich mal. Das greift an. Das sah schon so aus, als würde es angreifen. Mal gucken, vielleicht ist da irgendwas versteckt. Ah. Lass mich los. Hau. Okay, die habe ich beide erledigt. Kann ich das kaputt machen? Ja, klar. Okay. So ein bisschen aus Figura. Es singt so ein Sandmonster. Muss ich das aus der Luft catchen? Ja. Ah, so ein Pizzamonster ist das. Achso. Ja, das passiert, wenn man seine Pizza zu lange im Kühlschrank liegen lässt. Dann sieht die Pizza irgendwann so aus. Okay, ah. Gut. Was das? I guess. Ah, shit, die hat mich erwischt. Blöde Pizzamonster. Ups, wollte ich eigentlich gar nicht. Ah gut, war eh schlechter für mich. Ey, die Pizzamonster sind ja extrem nervig, weil die auch andauernd hier sich verpissen.
Und ich kann halt die gerade nicht angreifen, die Pizzamonster, weil wenn ich springe, schlangen die mich. Wenn ich nicht springe, beißen mich die Pizzamonster. Das sind die zwei nervigsten Gegner zusammen. Ich weiß auch nicht, ob man die Pizzamonster... Ja, ich glaube, man muss echt springen bei den Pizzamonster. Springen eh schön alle rein. Perfekt. Ja, zu früh. Ey, ich treffe die nicht mehr. Ey, was ist da? Wieso kriege ich die nicht? Ich mache einen ganz normalen Sprungangriff. Aber die kicken mich andauernd weg. Ja, okay, gut. Ah, fuck. Nee. Ah, den habe ich jetzt wenigstens. So, jetzt da endlich mal. Heilung? Ja, Gott sei Dank. Ich vergesse immer, dass die zurückkommen. Oh, du schon wieder. Okay, wenn hier noch diese Dinger kommen, dann werde ich auf jeden Fall mich vorbereiten. Dann war eh so klar. Direkt chargen. Macht das Schaden, wenn ich da drin stehe? Ich will es gar nicht testen. Ja, komm. Ey, ich sag so, ich will es gar nicht testen und dann wirft mich quasi das Spiel da rein. Ich konnte mich gerade gar nicht bewegen, er ist von alleine da hoch direkt durchgerannt. Unfair. Die stehen da einfach auf K, okay. Das Problem ist, ich hätte eh nicht viel machen können, weil die direkt über der Lava standen. Steinbrocken. Zack gespeichert. Gibt's irgendwo Heilung? Ja, gut. Okay, der eine war verpackt. Wie schnell die immer sich verpissen. So. Boss? Ja. Oh. Slash. Ich wollte gerade sagen, Ramos.
Stirb, Ramos! Ich mochte dich eh nie. War's das oder geht's weiter? Okay, das war's. Ja, wieder mit Cheaten gewonnen. Woo. Um ehrlich zu sein, ich bin froh, dass die Macher das eingebaut haben, dass man sich eine Ulti hier holen kann. Besondere Anfrage freigeschalten. Okay. Da oben, aha. Was gibt's denn bei denen? Finde alle Kristallsplitter für die Neutrinos. Okay, Kristallsplitter. 2 von 3 haben wir schon. Oh, das ging schnell. Haben wir eigentlich überall alles gefunden? Ja. Gut. Hier gibt's auch eins. Wahrscheinlich ist da das andere Kristallsplitter. Weil ich glaube, dass wieder diese unfairen Dinger kommen, hole ich mir schon mal eine Ulti. Au. Okay, das ist eine scheiß Position gerade. Ah, verdammt. Ich wollte eigentlich beide erwischen. Habe aber nur einen erwischt. Ja, wobei, vielleicht kommen die gar nicht, dann lasse ich das. Okay, nice. Okay, kein Secret. Oh. Oh, direkt in die reingejumpt. Das war eine schöne Ulti, weil der Raum so klein war. Oh, stimmt. Die explodieren ja in so kleine Wuffis. Roboter-Doggos. Runter. Pizza? Ja. Okay, also sie kommen doch. Gut. Wenn die nicht kommen, dann höre ich auf damit. Aber solange die kommen, mache ich das, weil die sind so perma-extrem nervig. Hau. Ach komm, du musst zu eh tot sein, genau. Okay. Ah, da ist der Kristallsplitter. Gut. Gar keine Kettenreaktion. Oh. Okay, das war's. Ah, der laufen weg. Ah, jetzt kommt. Aha, okay. Ah, die brauchen noch das Hirn. Ah, stimmt. Die haben jetzt den Körper fertig, aber das Hirn fehlt noch. I understand it. Ich finde es auch krass, dass es unterschiedliche Ultis gibt. Ah, das ist das Beste, weil... Auch wenn es
bei großen Räumen manchmal scheiße ist, weil du die so weit wegkickst. Aber wenn die Gegner direkt bei der Wand stehen, ist das eigentlich das Beste. Ich habe auch unabsichtlich die Pizza schon aufgesammelt. Oh nee. Wie viele Pizzamonster sind das? Zu viele. Gut. Go. Wir haben schon 5 Leben. Und trotzdem muss ich cheaten, weil die einfach abfacken, die Gegner. Die Rhinoceros. Triceratops sind das, ja. Rhinoceros ist kein Dino. Oh, gut. Kann ich irgendwas kaputt machen? Brauch langsam Pizza. Ah, ist ein Pau. Pau-Block. Bin ich hier bei Mario oder was? Aha. Er ist jetzt der Boss. Crank. Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ich weiß gar nicht, ob ich den kenne, aber er kommt mir bekannt vor. Ah, verdammt, er ging sie nicht aus. Also zu dodgen. Oh. Da hat sicher noch eine Wave. Oder? War's das? You fell for my diversion. I have a surprise for you. Er hat eine Überraschung für uns, ja. Oh, Shredder. Oh, das ist tatsächlich eine Überraschung. Shredder, bereit für Rache? Shredder? Danke. Also ist das der Bosskampf. Oh wow. Damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Au. Ich wette, der da oben ist der echte, weil er die ganze Zeit nichts macht.
Ah ne, der da oben war nicht mal der echte. Und wir sind tot. Aber wir haben ja noch vier Leben, let's go. Was er kann, kann ich auch. Unfair spielen. Okay. Er ist der echte gewesen. Ja, geschafft. Die Freiheitsstatue. Lol, okay. Freiheitsstatue wurde zu Robocop. Genau, deren Aufgabe habe ich jetzt erledigt. Hier kann ich zurück, aber warte, ich möchte erstmal das abgeben. 200 Punkte. So, also war das noch nicht der Endkampf? Das 16. Ich muss mal kurz gucken, wie viele Level es eigentlich in dem Spiel gibt. Wahrscheinlich sind wir eh bald am Ende, aber ja. Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge. Ah ja, 16 Level gibt es in Shredder's Revenge. Das heißt, das ist das letzte. Spoiler Alert. Okay. Bin ich gespannt. Zorn der Lady. Times Square. Oh, wir kämpfen jetzt gegen die Freiheitsstatue. Hab jetzt gar nicht gelesen. Gibt es eigentlich Loot? Nee, ne? Ah, das Hirn. Statue of Tyranny. Okay, die Statue der Tyranne. Des Tyranns. Oh. Okay. Wir haben 5 Leben. Das sollten wir doch. Ich sollte aufhören, immer nach hinten zu rollen. Ich rolle ja immer direkt da rein. Eigentlich wollte ich diesmal nach vorne rollen. Okay, das hat ja viel gebracht. Alter, wie die mich mobben. Ah, hätten wir das Level ohne einen Superangriff beendet, hätten wir sogar eine Herausforderung geschafft. Tatsächlich ist das echt machbar eigentlich. Das wollte ich gar nicht, ich wollte eigentlich hier Ulti einsetzen. Au, oh, der hat uns erwischt. Oh,
War's das? Oder kommt noch eine... Okay, wir springen runter, also war's das, glaube ich, noch nicht. Nee. Jetzt kommt der richtige Bosskampf, auch schon wieder Shredder. Oh oh. Super Shredder, tobende Rache. Au, der macht so Feuer. Ah, er ist sogar unverwundbar gerade. Okay. Ah, jetzt da. Zu langsam, als ob. Das müssen wir ganze Zeit aushalten. Okay. Ey, wir müssen ja echt direkt daneben sein, wenn er sein Schild macht. Okay, er hat uns einmal gekillt. Nee, er hat uns noch nicht gekillt. Geh weg von mir. Au. Ah, wir müssen Dings zerstören, oder? Genau. Au, ja, schön Feuerball in die Fresse. Okay, aber er heilt sich nicht tatsächlich. Ich hätte mir vorstellen können, dass er sich dabei heilt. Ah, oh, okay. New York kann wieder in Ruhe schlafen.
Okay, ja, haben wir geschafft. Die grünen Wächter des Guten heißen wir, okay. Hey, das sind die Falschen. Kaffeemaschine. Oh, Sushi und Pizza. Okay, Teenage Mutant Ninja Turtle, Shredder's Revenge. Ah, hier kann ich schneller. Okay, ja. Ja. Bisschen lame wahrscheinlich, weil ich ja zu oft ein bisschen gecheatet habe, um meine Ultis zu kriegen. Ich meine, das Ende, also den Endkampf, hätte man wahrscheinlich auch ohne. Danke fürs Spielen, ja, danke für das Spiel. Ja, das Ende hätten wir auch locker ohne das Cheaten schaffen können. Aber da ich nicht sicher war, wie stark Shredder, also dieses Super Shredder ist, hatte ich ein bisschen Angst und wollte ein bisschen cheaten. Du hast Cassie Jones freigeschalten. Ah, als spielbarer Charakter wahrscheinlich. Story weiter. Wähle deinen Helden. Ja, genau. Reichweite 3, Geschwindigkeit 2, Stärke 2. Der ist echt, glaube ich, am besten, weil er 3, 2, 2 hat. Den kenne ich eigentlich gar nicht, Cassie Jones. Wir können einmal noch Arcade spielen. Arcade-Modus. Für Spieler, die nach einer größeren Herausforderung suchen, eine begrenzte Anzahl Leben, Wiederholungen und kein gespeicherter Fortschritt. Dies ist das klassische Arcade-Spiel. Locker, okay, krass. Springen wir mal auf okay. Genau, das sind die Kombis. Überspringen. Aber ich möchte Jesse mal spielen. Einfach weil ich ihn null kenne. Also, das ist normaler Story-Modus oder was? Ah ja, okay, ja, das ist der normale Story-Modus, nur ohne Speichern und so. Und wir haben halt unendlich Leben. Aber wenn man eh unendlich Leben hat, dann ist das ja eigentlich doch einfach, oder? Weil dann kann man ja nicht sterben. Ich will den hier rausholen. Oh. Was ist sein Ulti? Ah, oh, so ein Wirbel. Okay. Ich glaube, jeder hat die gleiche Ulti. Nur sieht die ein bisschen anders aus. Ja, Jesse macht Spaß. Also mit denen wäre das Ganze wahrscheinlich einfacher. So. Kann man? Ah, man kann aber auch hier cheaten. Okay. 10 Punkte. Aber man wird wahrscheinlich von Map zu Map. Man hat wahrscheinlich jetzt nicht diese Overmap, wo man aussuchen kann, welches Level man spielen möchte, sondern man wird wahrscheinlich direkt immer ins nächste Level geworfen.
Au. Lohnt sich, glaube ich, nicht für die. Aber egal. Ich habe mir eh einmal das unerlaubt quasi hergeholt. Daher kann man das auch einmal so verschwenden. Au. Gut. Pizza. Gut, die habe ich auch. Schade, nur den einen erwischt. War ich zu langsam. Daran habe ich schon fast wieder vergessen. Also, Cassidy Jones? Oder Cassie Jones ist ziemlich spaßig. Muss man sagen. Er ist halt auch stark mit seinen 2 Punkten. Andere Richtung wäre besser gewesen. Aber okay, dann halt so. Aber wir werden natürlich jetzt nicht das komplette Spiel jetzt wieder von neu durchspielen in den Arcade-Modus. Wollte nur kurz angucken und das erste Level machen wir natürlich jetzt noch zu Ende. Nein. Au. Junge. Noch gekillt, bevor seine Leute uns erwischt haben. Episode abgeschlossen. 5 Minuten. Aha. 5 Minuten und 1. Fast hätten wir direkt 5 Minuten gehabt. Okay. Überspringt wir das jetzt mal nicht. Cassie, Okay, ja, also wir kommen direkt ins nächste Level. Da frage ich mich, wenn die uns jetzt töten. Wir brauchen irgendwie voll lange, um uns anzugreifen. Ich brauche irgendeinen Gegner, der gut zuschlägt. Wann kamen die mit den Speeren? Die kamen wahrscheinlich sehr weit. Ah, vielleicht machen die gut Damage. Wie die auch einen wegkicken. Okay, wir haben 2 Leben. Alright,
Was ist, wenn wir tot sind? Also Game Over gehen. Resetten sich die Leben oder? Okay, er greift als nächstes an. Okay, ein Leben noch. Mal gucken. Vielleicht den unabsichtlich gehalten. Okay, komm. Aber wir sind also wir können trotzdem Game Over gehen. Weiter. Übrige Versuche. 4. 3 Versuche noch über. Okay, aber man kann weitermachen. Okay, man hat. Okay, gut. Jetzt weiß ich wenigstens, wie das ist. Aber wir gehen zurück zum Hauptmenü. Denn wir haben das jetzt durch. Ja. Und als nächstes wird Splatoon kommen. Der erste Splatoon-Stream wird erst mal so. Ja, ich werde mich halt erstmal umgucken in Splatoon und ein bisschen online spielen. Und erst beim zweiten Splatoon-Stream werde ich dann die Story spielen. Nur damit ihr Bescheid wisst, dass der erste Splatoon-Stream nur online sein wird. Und ein bisschen halt umgucken, was es so gibt für Waffen, für Outfits, weil ich habe halt noch nie ein Splatoon-Teil gespielt. Und deswegen gibt es halt für mich sehr viel zum Angucken. Ich hoffe, das wird nicht zu verwirrend sein. Ich habe heute das Video von Zombie angeguckt, wo er die erste Folge von Splatoon hochgeladen hat. Weil, er schon gewartet hat, bis Splatoon um Mitternacht verfügbar war und... wir werden jetzt noch ein bisschen Bock mit euch Fall Guys zu spielen, weil das ein neues Event draußen, was ich noch spielen möchte. Und ja, das werden wir jetzt machen. Ich werde dabei Titel ändern in der Zeit. Mal gucken, hier so. Fall Guys. Updaten, genau. Weil es gibt so ein Satelliten-Event, wo man so Satellitenteile farmen muss. Es geht, glaube ich, recht schnell und ist wahrscheinlich nicht so interessant. Also für die, die nur wegen Teenage Mutant Ninja Turtle hier waren, ja, verabschiede ich mich, weil das was... mit Teenage Mutant Ninja Turtle. Wir haben es durch, auch wenn ich bei den letzten 3-4 Maps ein bisschen mit den Ulti-Cheat geschummelt habe, aber ich muss sagen, diese Gegner waren so nervig, die einen ganze Zeit angecharged haben. Da hatte ich keine Lust auf die. Und ja, den Endboss hätte man theoretisch ohne den Cheat machen können, aber ja, ich war nicht motiviert genug, dass ich das schaffe. Also selbstbewusst war ich nicht, dass ich das schaffe. Und deswegen musste ich cheaten. I'm sorry. Vielleicht werde ich das noch einmal versuchen, den Endboss. Ohne, ich meine, wir hätten das jetzt noch mal machen können. Aber jetzt habe ich schon beendet. So, genau. Hier da. Satellitenreparatur-Ding. Gestern habe ich hier schon Sachen gekauft. Genau. Hier. Ich habe ein paar Sachen gekauft. Könnte ich auch kaufen. Partymeile. Ja, komm, kaufen wir. Bestätigen. Das auch kaufen. Let's go. Wir haben ja voll viele Kudos, weil... ich viele Kronen angesammelt habe und die ganzen Kronen wurden halt zu Kudos. Und jetzt
jetzt gucken wir mal das neue Event an. Man kriegt nur 5 Kronensplitter, weil es gibt nur eine Runde. Und wenn du alle, und man muss 25 Satellitenteile farmen in der Runde. Und wenn du alle gefarmt hast, kriegst du, ja, die hast du gewonnen. Es kann jeder gewinnen, der rechtzeitig es schafft, alle Teile zu fangen, zu sammeln. Und ja, deswegen werden wir uns umgucken. Ich weiß gar nicht, wie viele Mitspieler, okay, 20 Spieler sind. Ah, okay, das da. Oh, warte, mir fällt gerade auf. Ich habe... Dings muted. So, Vollgas. Weil immer wenn ich Privatfolge spiele, mute ich das, weil ich nebenbei dann irgendwas gucke, ein Stream oder ein Video. Das Gold hätte ich gerne gehabt. Gut. Ja, hole ich mir, ist zwar kein Gold, aber egal. Bubble, da ist ein Gold, okay. Ah, Glück gehabt. Ich hole mir das da. Und versuche hier noch. Okay. Wie viele haben wir? 9 Stück. Gar nicht mal so viel. 10. Ich weiß gar nicht, wie viel so ein Goldstück bringt. Ah, verdammt, er war schneller. Oh. Ja. 8 Stück. Perfekt. 22. 23. 23. Okay. Geschafft. Genau, und jeder, der jetzt alle 25 Stück noch kriegt, hat auch gewonnen automatisch. Und man muss, glaube ich, 10-mal gewinnen. Und dann hat man, glaube ich, alle Missionen. Ich glaube, die restlichen Aufgaben sind nur irgendwie sammeln. Und wenn du 10-mal gewinnst, hast du, glaube ich, genug gesammelt. Also eigentlich recht boring. Aber hey, man kann hier schön Kronensplitter farmen. Für die, die nicht so oft gewinnen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kronensplitter man braucht für... ja, für eine gesamte Krone. Das werden wir ja gleich sehen. Genau, sammle Satellitenteile und gewinne Satellitenreparaturmission. Ja, wir sind Max Level im Season Pass. Man braucht 60 Kronen. Splitter, okay. Ja, muss man ein paar Mal gewinnen, ne? Ich weiß gerade gar nicht, wie viel genau, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Mal muss man gewinnen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Wenn man 5 Splitter kriegt. Genau, 10 Mal muss ich gewinnen. 25 kriegt man pro Runde. Und 130 ist das Maximal, was man sammeln muss. Wenn das schnell geht, könnte ich vielleicht auch nochmal versuchen, Shredder zu besiegen. Wobei, ich weiß nicht. Also irgendwie fühlt es sich halt jetzt nicht so an, als hätte ich das durchgespielt, Teenage Mutant Ninja Turtle, weil wir Shredder einfach mit unserer Ulti... so richtig, also mit unseren Ulti-Respawn easy besiegt haben. Es fühlt sich halt an, als würdest du ein Rennen gewinnen, während du mit dem Auto fährst und deine Gegner alle mit zu Fuß laufen. Es fühlt sich halt irgendwie ja nicht so wie ein Win an. Wisst ihr, was ich meine? Einfach weil... Ja, okay. 2 Kugeln. Gut zu wissen, dass es auch mehrere geben kann.
Mit zwei Kugeln wird das schwer, glaube ich. Ja, vor allem, wenn die Gegner auf die Plattform rollen, wo du gerade hinrollen solltest. Ja, gut, wir brauchen nicht zugucken. Weil wir können eh nicht mehr gewinnen. Ist auch keine Teamrunde, von daher ja, einfach weiter. Also da B ist überspringen, ich drücke die ganze Zeit A. Ja, gucken wir erstmal, wie lange wir streamen, wenn wir damit fertig sind mit dem Event. Ich könnte es im Notfall auch privat aufnehmen und dann, ich möchte die zwei Streams von Teenage Mutant Ninja Turtle ja auch auf YouTube hochladen. Nachdem ich Cult of the Lamb fertig hochgeladen habe, kommt das dann auch. Da könnte ich theoretisch bei diesen Stream das dazu schneiden. Ich könnte nämlich privat das dann versuchen, schauen, ob ich es First Try schaffe und das aufnehmen und das dann in den Stream dazu quasi cutten. Müsste ich halt den Stream runterladen und dann in mein Schnittprogramm reintun und dann könnte ich das Video dann dazu packen. Kann ich? Danke. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Okay, der ist einfach gestorben. Ich habe gehofft, dass wir das tanken können. Ja, wir sterben. Okay. Ich glaube, das wird lange dauern. Aber wir haben wieder 100 Punkte. Ich muss halt 10 Mal gewinnen. Das ist halt das Nervige. Aber warum auch andauernd dieser Scheiß-Modus kommt? Es gibt auch andere Modi. Das habe ich bei Zombie gesehen. Der hat nämlich das ja hochgeladen. Aber ich kriege irgendwie nur diese Scheiß-Modi. Dreimal hintereinander das bekommen. Wenn ich jetzt das wieder kriege, quitte ich direkt. Es sei denn, es ist nur eine Kugel. Weil mit zwei Kugeln ist das echt extrem nervig. Aber das sehen wir ja dann. Oh, es ist schon wieder das. Es gibt's doch nicht. Viermal hintereinander habe ich das bekommen. Es gibt zum Beispiel das Rollfeld auch und Sprungprobe gibt's in dem Modus auch. Und ich krieg viermal hintereinander das. Eigentlich wollte ich gar nicht quitten, aber ich bin unabsichtlich auf B gekommen. Aber okay, gut. Ich habe eh keine Lust andauernd das zu machen. Ich will eine andere Map sehen. Es gibt ja andere Maps. Eben, siehst du, es gibt auch sowas. Rollfeld. Wie viel Pech muss man haben, dass man viermal hintereinander diese scheiß Dings kriegt. Vor allem ist das auch einer der nervigsten Modi. Weil die Kugeln manchmal so, wenn zwei halt sind. Wenn eine ist, ist es einfach, weil du kannst immer dann perfekt erraten, wo die hinrollt. Aber wenn zwei Kugeln sind und die gegeneinander dann abprallen, ist das manchmal so schwer zu erraten, was so geht es tatsächlich. Okay, da... Ah gut, die kriege ich nicht mehr. Kriege ich die noch? Ja. Perfekt, beide Teile erwischt. Da kommen zwei Stück. Hab alle drei erwischt. Nein, aber wir sind ausgeschieden, weil wir so tief waren.
Okay, ich denke, das wird auch nichts. Ich glaube nicht, dass ich das im Stream noch schaffe, die 10. Ich müsste warten, bis die Gegner alle ausgeschieden sind, damit man es einfacher die Sachen sammeln kann. Aber ich habe Angst, dass die Zeit dann zu niedrig ist, um alle Teile zu sammeln. Weil die Leute sind im Vollgas eh nicht mehr so scheiße wie früher. Ah, oh, schon wieder das. Dann lass wenigstens eine Kugel da sein. Weil bei zwei Kugeln schaffe ich es echt selten zu überleben. Okay, wo ist die Kugel? Da ist eine Kugel. Kommt noch eine zweite oder war's das? Ich glaube, das war's. Gut, wenigstens eine Kugel. Sechs Stück gesammelt. Sieben. Da müsste gleich wieder gleich was auftauchen. Okay, hier will gar nichts mehr auftauchen. Ah, jetzt da. 12 Stück. 17 Stück. Oh. Nein! Ich habe vergessen, wie man springt. Okay, die 130 Satellitenteile schaffen wir auf jeden Fall sehr schnell. Aber das zu gewinnen, sieht nicht so rosig aus. Gewinne. Ah, wir müssen auch dreimal gewinnen für einen weiteren Punkt und dann 10-mal. Okay, 3-mal gewinnen und 10-mal gewinnen. Verstehe. Am meisten hoffe ich auf Sprungprobe. Weil das ist das Einfachste. Da musst du halt echt nur auf die Dinge aufpassen. Ah, schon wieder Rollfeld. Schade. Ah, das ist, sollte eigentlich auch machbar sein. Ich darf halt nur nicht so weit vorne stehen. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, die haben das geändert, weil irgendwie konnte man früher doch echt voll weit vorne stehen. Aber ich weiß nicht, ob das wegen dem Modus ist oder ob die das generell geändert haben. Oder vielleicht kommt es mir nur so vor. Ich meine, ich habe auch schon Ewigkeit gefühlt nicht mehr Vollgas gespielt, weil halt nie was Besonderes war. Ich war halt schon sehr früh. Season Pass Level 100. Ich habe halt so das Gefühl, man ist auch viel, man kämpft auch viel mehr, um hier hochzugehen. Fühlt sich alles und hat sich immer alles viel einfacher angefühlt. Perfekt. Die habe ich auch. Das gehört auch mir. Das gehört nicht mir. Okay, kriege ich auch. Ah, da sind zwei. Schön. Vorne ist eines. Das würde ich eigentlich gerne haben. Ah, schnell dahin. Okay, 17. Kommen die rauf? Ich weiß nicht. Ah, nehme ich mit. Okay, 18. Noch immer 18. Also langsam müssen wir uns beeilen.
Ah, das ist ein Goldener. Natürlich kriegt er den. 22. Ah, das sind die letzten zwei, die mir gefehlt haben, aber ich kam nicht darunter, weil die so stark sind, die Rollen. Die waren nie im Leben so stark. Das kann man mir nicht erzählen. Man konnte so einfach darunter rennen, selbst wenn das in die gegengesetzte Richtung gerollt ist. Die fühlen sich aber so langsam an, aber trotzdem ziehen die einen so krass mit. Also ich verstehe die Rollfelder nicht, aber okay. Bin ich gespannt, wie Sprungprobe ist, ob das auch so schwerer geworden ist oder nicht. Na komm, der letzte Spieler. Ja, schon wieder Rollfeld. Also da zu warten ist auch irgendwie scheiße, weil du halt echt Glück brauchst, dass die Leute rechtzeitig rausfliegen oder alle rechtzeitig die Teile gesammelt haben. Und ich glaube, es ist auch besser, wenn du über die ganzen Rollfelder rüber rennst und nicht nur auf zwei, wie ich immer bleibe, sondern von links nach rechts immer rennst und schaust, dass du was mitnimmst. Ich werde nach hinten, weil das sind Gold. Okay, ich habe ein Gold bekommen. Ah, verdammt. Und ich sterbe. Oh, Gott sei Dank, das hat mich gerettet. Zwei Stück. Da sind wieder zwei. Ich will hier rauf. Danke. Okay, das kriege ich nicht mehr. Ja, die wollte ich eigentlich haben. Ich habe gehofft, wenn ich die Dose festhalte, dass... Oh, das ist ein Goldener. Den habe ich gekriegt, Gott sei Dank. Da hinten ist auch ein Goldener. Den kriege ich aber nicht, dafür blockiert mich die Rolle zu sehr. Ich bin tot. Man kann nichts mehr machen. Ich kann nicht mal nach links oder rechts rennen. Ey, wie schwer die Rollfelder geworden sind. Normalerweise konntest du locker mit Springen dich hochboosten, dass du locker raufrennen kannst. Aber hier nicht, ne. Und gib mir endlich Sprungprobe. Das ist einer meiner Lieblingsmodi und nie kommen die Modi, die ich am meisten fühle. Ich habe einfach so ein Scheißpech immer bei so Glücksdingern. Ey, schon wieder Rollfeld. Bei Sprungprobe wäre ich schon längst fertig mit dem Modus. Na gut, versuchen wir es wieder. Hätte ich gewusst, dass das so anstrengend ist, hätte ich echt... nochmal Shredder besiegt. Der ist einfacher als die Scheiße hier. Ja, komm, drück mich runter.
wie krass man hier rutscht. Es fühlt sich echt so an, als wäre man hier auf Eis. Aber wenigstens habe ich fast die 130 Satellitenteile gesammelt. Das stimmt, was ich gar nicht erwähnt habe. Wenn viele genug Belohnungen, also Satellitenteile gesammelt haben, gewinnt die gesamte Community sogar irgendwas, stand da bei dem Event. Also desto mehr Leute das halt spielen, desto bessere Belohnungen kriegt die Community wahrscheinlich dann. Bin gespannt, was das ist. Vielleicht ein cooler Astronauten-Skin, wäre nice. Oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Vielleicht Kronen. Auch wenn Kronen eigentlich nichts. Oh, endlich mal Sprungprobe. Oder wie es da heißt, Sprungclub. Sprungprobe ist, glaube ich, das Finale. Also ich denke, das ist viel am einfachsten. Wahrscheinlich ist es deswegen die Chance am geringsten, dass das kommt. Man muss halt schauen, dass man genug Teile sammelt, bevor das zu schnell wird. Okay, es sind mit den Früchten. Die Früchte sind nerviger. Ja, ich bin tot, oder? Nee. Gott sei Dank. Aus irgendeinem Grund hat mich nämlich die Frucht... Mann, diese blöde Früchte. Es ist so anstrengend mit den Früchten. Ich hasse das, wenn einer direkt mit dir da springt. Okay, das war unfair. Ey, die... Aber gut, 20 Leute auf so einer Ebene ist auch scheiße. Also die haben echt richtig nervige Maps ausgesucht. Ah, so knapp. Ich glaube, wie viel hatten wir? Irgendwie so 20 oder so? Ah, dann ist irgendein scheiß Gegner auf mich gefallen und ich konnte dann nicht mehr dodgen. 10-mal das Gewinn, boah, ich habe gar keine Lust mehr. Jetzt, wo ich gesehen habe, wie anstrengend die Maps sind. Ja, ich glaube, am einfachsten ist dann echt das mit dem Schneeball, traurigerweise. Weil beim Rollfeld fühlst du dich, als wärst du auf Eis. Hier ist es extrem schwer, weil du immer nur 2 kriegen kannst pro Ding. Und vor allem mit Früchten. Wenn die Früchte nicht gewesen, wäre es okay. Da würden zwar noch immer die anderen Spieler abfacken, weil 20 Leute auf so einem kleinen Feld ist echt anstrengend. Vor allem, wenn jemand dumm umfällt und dich mitreißt, ist das halt extrem kacke. Aber da kriegst du halt 5 Stück auf einmal, wenn du gut stehst. Hier, 5 direkt. Okay, es sind 2. Das gefällt mir nicht. Ja, okay. Ich meine, es hat geholfen, tatsächlich, die Kugel. Warum? Ich bin... Der ist an mir vorbeigerollt. Ich wurde bis jetzt nur weggepuncht hier. Haben wir schon 130 gesammelt? Ich glaube ja. Uns fehlt nur noch das Gewinnen, oder? Oh. Anstrengend, ja.
Naja. Jetzt weiß ich wenigstens, dass ich ja, Shredder privat wahrscheinlich dann besiegen werde, also nochmal versuchen werde zu besiegen. Damit sich der Tag überhaupt gelohnt hat, weil sonst fühlt es sich halt so richtig an, als wäre der Tag komplett gewastet. Weil ich glaube nicht, dass ich noch heute das fertig schaffe, das Event. Shredder hat sich auch nicht so angefühlt, als hätten wir ihn wirklich besiegt mit den Cheaten. Ja, die Gegner sind halt auch nervig gewesen, aber ich meine, beim Endboss ist eigentlich, könnte man das eigentlich auch locker schaffen ohne. Ja, der hat diese Dings. Ich glaube, ich habe auch diese ja, diesen Skin. Es sind wieder mit Früchten. Ich glaube, es kommen immer Früchte. Ja, wir haben bis jetzt nur 2 Punkte. Das ist so traurig. Einfach weil die alle das immer aufsammeln. Und trotzdem ist keine irgendwie, kommt keiner weiter ins Ziel. Na schön, Hauptsache blockieren. Hauptsache die blockieren. Ist auch manchmal nervig so von... Du springst als Erster rein, aber trotzdem zählt es für den Gegner, weil irgendwie die... ja, weil irgendwie die Connection nicht richtig ist. Also Rollfeld schaffe ich tatsächlich gar nicht, wenn die Früchte auch dabei sind. Die Gegner schnappen dir alles vor der Nase weg. Und dann kommen die Früchte, kicken dich um und dann wirst du weggeschleudert. Sprungprobe. Ich glaube, ich habe Rollfeld gesagt, oder? Ach, keine Ahnung, was ich sag. Ich bin tilted. Ja, schon wieder Sprungclub. Vielleicht habe ich mehr Glück. Ist halt auch so nervig, dass die Goldenen da über dem Abgrund sind. Also direkt hier ganz an der Säule. Ganz nah. Da muss man irgendwie so komisch rüberspringen und so. Es ist nicht schwer, aber das Problem ist, weil es halt nicht so schwer ist, holt sich jeder das vorher. Und dann springst du quasi umsonst quasi in den Tod. Ja, eigentlich war ich zuerst, aber okay, das Spiel sagt, er war Erster. Ich bleib einfach stehen. Könnt ihr euch von hier verpissen, bitte? Danke. Sechs Stück. Natürlich. 10 Stück. 12. Da ist ein Goldener. Den habe ich gekriegt. 19. Jawohl, qualifiziert. Maschala. Jetzt darf ich halt nicht auf Verlassen drücken, weil sonst... kriege ich keine Punkte. Jetzt muss ich zugucken. Kommen keine Früchte mehr? Kamen überhaupt Früchte? Oder war das von voriger Runde? Irgendwie habe ich so im Kopf, dass Früchte eigentlich gekommen sind, aber okay. So, 2 Siege. 1 Sieg noch und wir haben die eine Errungenschaft. Also Mission, Aufgabe, was man, Quest. Okay, 5 Punkte, ja. Und dann fehlen noch 7 Siege.
macht er eine Mission. Nicht mal die Hälfte dann geschafft. Ja, mal gucken, wie lange. Ich werde wahrscheinlich noch so eine halbe Stunde streamen. Also, ich streame jetzt seit 2 Stunden. Ich weiß gar nicht, wie lange der Stream von Teenage Mutant ging. Ich glaube, das ging über eine Stunde auf jeden Fall. Ich spiel schon über eine halbe Stunde Fall Guys. Fühlt sich gar nicht so an. Fühlt sich erst so an, als hätte ich das erst vor 10 Minuten gestartet. Aber wahrscheinlich. Ich spiel schon über eine halbe Stunde Fall Guys. Krass. Ja, knapp 15, also 10 Minuten vor 15 ist. Ich war mir überlegen, ob ich heute einkaufen gehen soll oder morgen, aber ich glaube, ich werde morgen einkaufen gehen. Ich brauche ein bisschen was zu trinken, weil sonst habe ich über das Wochenende nichts zu trinken. Dann müsste ich Wasser trinken. Igitt. Verbindungsfehler, ja. Das Beste, was es gibt. Dann hau mich aus dem Spiel raus. Okay, dann halt nicht. Ich kann nicht mal das Spiel verlassen, warte, ich muss. Ah! Okay, nevermind. Es sucht noch. Komme ich jetzt in der Runde oder? Ah, okay. Wir sind drinnen. Denke ich. Keine Ahnung. Vielleicht fliegen wir gleich raus, wenn wir drinnen sind. Okay, ich kann auf jeden Fall verlassen drücken, wenn ich wollen würde. Ich hatte kurz Angst, dass ich mich fährt drücke. Ja, eigentlich müssten wir die 2 Punkte kriegen, aber mal gucken. Oh, wir haben sie tatsächlich gekriegt. Ah, oh, schon 6 Punkte. Das war ein guter Start. 7. Okay, den kriegen wir nicht, aber die. 9. Wollte ich. Okay, kriegt er. Es sind auch ziemlich viele Leute bei uns gerade. Das gefällt mir nicht. Bin ich niedergestreckt worden? 16. Da spawnen viele. Ich nehme einfach den Weg hier. Ist auch okay. Okay, qualifiziert. Oh, Gott sei Dank. 3-mal qualifiziert. Ein Axolotl. Ach so, ein Pinguin. Der ist auch cool, der Skin. Der Pinguin-Skin. Wie das Zuschauen immer verpackt ist. Ist da gerade jemand Also, nee, das war die Drohne. Ich dachte, da schwebt jemand. Okay, 3-mal gewonnen. Wenigstens alle Missionen bis auf die letzte. Da muss ich halt 10-mal gewinnen. Also jetzt noch 7-mal. Genau, Kudos kann ich abholen, 400, perfekt, wie viel waren das? 200, also insgesamt 600, okay. Und ja, die Handschuhe sind auch irgendwie cool, die hätte ich gerne. Ja, dafür müsste ich noch 7-mal gewinnen. Wie gesagt, wir spielen noch so eine halbe Stunde, so 25 Minuten noch. Mal gucken, wie viele Wins wir noch schaffen. Ich möchte wenigstens die Hälfte kriegen, also noch 2 Wins schauen, dass ich kriege. Aber ob es funktioniert, weiß ich nicht. Dann werde ich schön was essen, mir dabei Thor Love and Thunder angucken. Und dann She-Hulk, die neue Folge von gestern. Auch wenn ich She-Hulk extrem langweilig finde, irgendwie die Serie. Aber ich möchte sie trotzdem weiter gucken. Vielleicht wird sie ja noch gut.
Und dann gucke ich vielleicht später noch Heroes weiter. Habe ich als Kind gerne im TV immer geguckt, als es gespielt hat. Leider habe ich viele Folgen auch verpasst. Habe ich gemerkt, als ich das gerewatcht habe, dass ich einige Folgen nicht kannte. Aber ich glaube, gefühlt im TV kommen die ganzen Folgen auch nie synchron, also nach der Reihe, sondern irgendwie so durcheinander. Oder vielleicht kam es mir nur so vor. Oh, habe ich rüber geschafft. Gerade so. Aber ich glaube nicht, dass ich das gewinne werde, tatsächlich. Ah, wuppah. Nee. Ah. Es war halt auch so nervig, weil die ganzen Leute bei mir waren. Obwohl so wenige Leute waren, waren trotzdem gefühlt 4 Leute noch bei mir und haben mir die ganzen Bubbles weggenommen. Die sind mir alle hinterhergerannt. Egal wohin ich gelaufen bin, ich bin nicht von den Leuten weggekommen. Es war so knapp. 2 Bubbles hätten uns gefehlt. Ich hätte die Goldbubble holen müssen, aber ich hatte ein bisschen Angst, die zu holen. Weil die Säule schon sich so schnell gedreht hat. Wir hätten das gewinnen können, wäre ich nicht so weit am Rand gewesen, sondern wäre ich mehr mittig von der Säule gewesen. Dann hätte uns die Säule vielleicht noch in die Punkte reingeschleudert, in die 2, die uns gefehlt hätten. Dann hätten wir dadurch vielleicht noch gewinnen können, aber weil ich so weit am Rand war und direkt runtergeflogen bin, hat es nichts gebracht. Leider. Ja, wir sind schön weit vorne, bringt uns nur nichts. Zwei Punkte. 5 Punkte. 7 Punkte. 9. Zehn. 11, 12, 13, 14. 15, 16. Kriegen wir nicht. 18 Punkte, schön. Schön. Ne, die kriegen wir noch nicht, die ist zu tief. 23. Das sind die letzten beiden. Ach, qualifiziert. Oh, er hat es nicht mehr geschafft. Traurig. Wäre da so ein Brett gekommen, hätte es überlebt. Aber leider, weil diese Stangen kamen. Ich glaube, er sieht Gold hinter sich nicht. Oh. Traurig. Okay. Das ist ein bisschen gepanickt, weil er wahrscheinlich schon gesehen hat, nur noch 2 Sekunden Zeit. Okay, 4 Wins. 6 fehlen noch für die Errungen-Mission. Noch einmal gewinnen und wir kriegen 28 Kronensplitter wieder. Habe ich dann? Nein, noch nicht ganz. Wobei, wenn ich jetzt noch einmal gewinne, kriege ich 5 Kronensplitter plus halt die 28, dann hätte ich auf jeden Fall genug für eine weitere Krone. Aber dafür müssen wir noch eine Runde gewinnen. Noch eine Runde gewinnen. Ob wir das schaffen? Das weiß nur Gott.
Okay, wieder das Rollfeld. Ich meine, letzte Runde waren wir eigentlich recht gut. Wir hatten eine gute Position. Wir haben sehr schnell viele gekriegt. Ob wir wieder so eine gute Position bekommen, ist halt eine andere Frage. Wir waren auf jeden Fall am Rand. Ich glaube, am Rand ist trotzdem immer noch das Beste. Aber man muss halt aufpassen, dass die anderen halt nicht einen folgen. Ich glaube, ich werde nach hinten rennen. Genau, für die 5 Punkte. 6 Punkte. Hier, die schnappe ich mir. Hier kommen 2 Punkte. Hab ein bisschen verkackt den Sprung. Okay, vorsichtig. Wir haben 12 Punkte. Es ist nicht schlecht. Es geht besser, aber 13 Punkte. 15. Perfekt. Okay, das hat er. Darf er sich gerne nehmen. 10 Punkte fehlen. Sieht aus, als wären da hinten nicht so viele. Deswegen gehe ich mal dahin. Okay, 2 Punkte. Jawohl, qualifiziert. Und der hat sogar überlebt. Ich dachte, er wäre gestorben. Oh, jetzt ist er tot. Er war der Letzte mit mir. Ich bin vorhin noch ins Ziel gekommen und dann ist er verstorben. Okay, die Hälfte haben wir wenigstens schon mal. Splitterkristalle plus 5, 33 müsste, genau, 60 ergeben. Fehlen noch, dann kriegen wir den goldenen Rock von der Hexe. Wir haben 5 von 10, genau. Können wir noch die paar Minuten versuchen. Und am Abend werde ich dann schauen, dass ich den Shredder nochmal besiege und dann cutte ich das in den heutigen Stream noch rein. Folgersrunde werde ich wahrscheinlich eh rauscutten, so dass halt nur Teenage Mutant Ninja Turtle bleibt und da anstatt der Folgersrunde quasi cutte ich dann noch den Bossfight, wo ich versuche ohne zu cheaten ihn zu machen. Bin gespannt, ob ich den First Try schaffe oder nicht. Könnte ja dann wetten. Und dann im VOD danach gucken. Beziehungsweise dann auf YouTube das VOD nachgucken, weil hier werdet ihr es ja nicht sehen. Au, okay. Ich habe nicht gesehen, wo die Kugel dein fucking Ernst? Beide Kugel direkt mir in die Fresse ballern? Okay, 8 Stück. Ich will weg von hier. Ah. 13 Stück. Das nehme ich. Ah. Nein. Natürlich wird der andere rüber auf die Plattform geworfen, aber wir werden runtergeworfen. Wir werden natürlich nicht so weit weggekickt. Also Rollfeld war bis jetzt am einfachsten, tatsächlich. Aber hier kommen auch nur noch 2 Kugeln. Würde hier eine Kugel kommen, wäre es ja nicht so schlimm. Aber mit 2 Kugeln ist das halt schwer zu predikten. Weil du musst gucken, wo die ganzen Satellitenteile sind, dann musst du auf die Kugel gucken, dann musst du auf den Boden gucken, nicht, dass du noch runterläufst.
Es gibt ja auch die Rollfelder, wo auch Früchte reingeschossen werden. Würde das da geben, wäre auch das Rollfeld extrem schwer, aber da ist es zum Glück nur ein normales Rollfeld. Aber vielleicht gibt es auch die Variante, wo die Früchte reingeschossen werden. Nur haben wir das bis jetzt nie bekommen. Okay, ich werde links gleich laufen. Ja. War nicht der Einzige, der den Gedanken hatte. Okay, das war dumm. Ich habe vergessen, dass hinter mir direkt eine Lücke ist. So, ich werde dreimal noch, glaube ich, spielen, weil dann müsste eh 2 Stunden und 30 Minuten schon am Streamen sein. Müsste ich schon so lange streamen. Okay, wieder Rollfeld. Diesmal nicht so dumm Selbstmord begehen. Und ja, nächste Woche kommt dann Splatoon. Darauf freue ich mich auch schon. Nur ist noch nicht bekannt, wann ich streamen werde. Werde ich dann am Wochenende überlegen, wann ich den ersten Splatoon-Stream mache. Da könnt ihr mir ja eh immer auf Twitter folgen, da sage ich immer Bescheid, wenn ich streamen sollte und was ich streamen werde. Vielleicht streame ich auch ab und zu was anderes neben Splatoon, weil ich weiß halt nicht, wie lange Splatoon geht. Wie gesagt, ich habe halt noch nie ein Splatoon-Teil gespielt. Ich meine, der erste Splatoon-Stream wird sowieso nur Multiplayer sein. Aber dann ab dem zweiten Stream möchte ich auch so einen Story-Modus anspielen. Und ich weiß halt nicht, wie lange der Story-Modus geht. Ob der lange geht oder ob der eher wenig Story-Modus-Stuff hat. Punkte und wir haben noch 30 Sekunden ungefähr. Ich krieg diese scheiß Kugeln nicht. Die ist so scheiß positioniert. Die könnte man kriegen, wenn ich hier so durchlaufe. Okay, gut. Die kann man kriegen, wenn man nicht die Lücke runterrennt. Aber ich bin ein bisschen runtergerutscht, weil es schon so tief war. Da bin ich in die Lücke runtergerutscht. Das heißt immer, alle guten Dinge sind drei, deswegen. Das ist jetzt die zweite Runde und dann spielen wir noch eine. Dann bin ich gespannt. Man, während wir hier warten, kann ich ja mal kurz gucken, ob bei How Long to Beat ungefähr so bei Splatoon steht, wie lange das geht. Oder ob es noch nicht. Splatoon 3 Main. Plus extra sind 14 Stunden. Also Main Story, also die Hauptstory ungefähr. Plus die extra Sachen sind ungefähr so 14 Stunden. Okay. Das heißt, dass Splatoon gar nicht mal so lange geht, glaube ich, von der Hauptstory. Ja, okay. Falls das die Hauptstory ist, ich weiß nicht.
Ah, ich gehe da links lang. Und hier sind da gar keine Bubbles. Kann sein, dass das verbuggt ist? Jeder springt doch raus, weil die wissen, okay, ja, ist verbuggt. Ups. Okay. Ja. Das ist halt Fall Guys. Ziemlich verbuggt. Das ist nichts Neues tatsächlich. Ist so schade. Fall Guys ist eigentlich so ein cooles Spiel, aber... Anfangs waren halt die ganzen Cheater, die einen echt extrem genervt haben und jetzt die ganzen Bugs. Ich meine, Cult of the Lamb ist auch extrem verbuggt und dort macht es extrem Spaß, von daher. Hier in Fall Guys ist halt extrem, sind die Teamspiele extrem nervig, weil du immer gefühlt deine ganzen Teamleute, also die Teamrunden, also jetzt nicht so Eier klauen oder so, ich meine, sondern wenn du Missionen hast, wo du mit Teammates spielen musst und du halt dann gezwungen wirst, mit Randoms zu spielen, weil gefühlt die Randoms immer schlechter sind als du. Ich habe gefühlt nie Randoms, die besser sind als ich. Selbst wenn ich scheiße spiele, bin ich trotzdem immer der Erste, der ins Ziel von den Teammates läuft. Ich weiß nicht, ob das Spiel Matchmaking hat, also... Vielleicht liegt es halt daran, weil ich halt besser spiele als viele. Vielleicht bekomme ich deswegen eher schlechtere Teammates, weil sonst halt zu unfair wäre, wenn ich halt lauter gute krieg. Ja, klar, der eine hat mich fast runtergekickt, weil er gegen mich gelaufen ist. Aber es ist trotzdem halt anstrengend, wenn du halt gefühlt alles machen musst. Kommen keine Bubbles mehr? Oder habe ich einfach nur Pech? Ah, ich hatte einfach nur Pech, okay. Sehe, hier drüben sind viele Bubbles. Dann gehe ich hier rüber auch. Ah, die kriege ich nicht mehr. Kriege ich die jetzt? Ah, so könnte ich die vielleicht kriegen. Ne. Ey, das wollte ich haben. Es könnte sein, dass wir es sogar verlieren werden jetzt. Ja, wir gewinnen das nicht mehr. Okay, eine Runde. Ich kann nicht mal hier... Ah, jetzt da. Okay, gut. Ich dachte, man kann das viel früher schon überspringen. Na, das ist schade. Weil wir am Anfang gar keine Bubbles bekommen haben, weil da keine gespawnt sind. Hatten wir am Ende nicht mehr genug Zeit, um alle zu kriegen. Okay, letzte Runde. Eigentlich haben wir jetzt 4 Runden gespielt, aber die eine hat nicht gegolten, weil da keine Bubbles gespawnt sind. Deswegen zählt das jetzt erst als dritte Runde. Ah, okay. Schade, nicht gekriegt. Also wir hatten einen guten Start, beziehungsweise hätten einen guten Start gehabt, aber die Gegner haben natürlich mehr Priorität und bekommen natürlich die Bubbles eher als ich. Nichts Neues. Aber wir haben trotzdem jetzt da schon 10 Bubbles. Das ist auch sehr gut. 11. Gold kriegen wir nicht. Den will ich aber. Danke. Ja gut.
Kriegen wir beide Gold nicht. Stück. Wir brauchen Goldbubbles, sonst wird's knapp. Okay, geschafft. 10 Punkte. Ja, er schafft's auch noch. Ja, wenigstens noch einen Sieg am Ende gekriegt. Und ich nehme fast... ich streame schon seit fast 2 Stunden und eine halbe Minute. Halbe Stunde. 2,5 Stunden. So, meine Güte. Reden ist manchmal schwer. Das heißt, ich muss das nur noch 4-mal spielen. Und dann hätte ich das auch erledigt. Und ja. Dann muss ich noch Shredder einmal besiegen, damit sich der Tag gelohnt hat. Vielleicht mache ich das auch erst morgen gegen Shredder spielen. Ich meine, das eilt ja nicht. Weil Teenage Mutant Ninja Turtle kommt, wird wahrscheinlich erst zu Ende des Monats auf meinem YouTube-Kanal kommen. Und ja. Aber dafür kommt halt nächste Woche wieder ein Stream mit Splatoon, worauf ich mich extrem freue. Wie gesagt, wird der erste Stream nur sein, wo ich online spiele. Ab dem zweiten Stream dann spielen wir die Hauptstory mal und vielleicht so am Ende dann noch ein, zwei Runden online. Mal gucken, wie ich das mache. Ich möchte halt auch ein bisschen zwischendurch online spielen. Und ja, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sad, dass ich ein bisschen zu sehr gecheatet habe bei Teenage Mutant Ninja Turtles. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, seine Ulti aufzuladen, indem man kurz auf Karum steht, musste ich das halt bei manchen Gegnern ausnutzen, weil manche waren echt extrem nervig. Und ja, wie gesagt, beim Endboss hätte man das auch locker ohne schaffen können, vor allem wenn man 5 Leben hat. Aber ich hatte halt Angst vor der zweiten Phase von den Super Shredder, deswegen ja. Ich verabschiede mich für heute und ja. Auf Twitter gebe ich wie immer Bescheid, wenn ich streame, also folgt mir gerne da und dann verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.